Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Die Realität wird immer dünner und ich habe keine Haut. Jeder Windhauch schmerzt entsetzlich. Volterra, Toskana 2016. Wir befinden uns also im Jahr 2016 im, ja, in diesem Moment zumindest mal wunderschön wirkenden Italien. Herzlich willkommen an dieser Stelle zu einem neuen Mitternachtszocken mit dem Spiel The Town of Light. Vor kurzem erschienen in dieser Konsolenversion, die ich jetzt hier spiele. Und für PC schon, ja, vor etwa einem Jahr erschienen. Entschuldigung. Also im Jahr 2016 und dort sogar VR-kompatibel, deswegen bin ich jetzt momentan leider ein kleines bisschen enttäuscht, dass es hier jetzt nicht geklappt hat, das Spiel für die PSVR umzusetzen. Das wäre eventuell ganz interessant geworden. Aber was nicht ist, ist halt nicht. Also, dann laufe ich einfach mal los. Ich sollte mein Mikro anhaben, ja, und ich bin hoffentlich auch gut zu verstehen. Okay, ich sehe mich jetzt mal ein bisschen um. Geht da was? Ist das richtig, dass er jetzt kein Geräusch gemacht hat? Ah, ein bisschen doch. Ich fürchte, ich habe vielleicht den Ton zu leise. Taschenlampe. Ah. Oh, ich muss aber hoffentlich keine Batterien sammeln. Das Spiel wurde so als grafisch amazing angepriesen. Ich finde es jetzt grafisch gerade nicht so unbedingt amazing. Oder ist das ein Zettel, den kein Mensch lesen kann? Moment. Ja, das sind ja mal lustige Leute da. Soll ich das da oben im Eck rechts lesen können? Ja, ihr spinnt ja. Ich kann das nicht lesen von hier aus. Kann ich das irgendwie zoomen? Ich könnte zoomen. Ja, ich hätte. Kann ich bitte den Kasten oben rechts ranzoomen? Das wäre geil. Das ist ja unfassbar. Das kann ja kein Mensch lesen da oben rechts. Also, ich kann diesen Kasten da oben rechts wirklich. Ich müsste aufstehen und vor zum Fernseher laufen, um das zu lesen. Ich versuche einfach mal das zu lesen, was ich hinkriege. 14. April 1944. Julia K., eine junge Frau aus. Nee, sorry, geht nicht. Ist nicht drin. Okay. Noch ein Zeitungsausschnitt. Ich bin momentan echt sehr, sehr enttäuscht. Was machen die Leute da? Also das hätten sie ein bisschen anders umsetzen können. Oh, da geht er auf. Hallo. Ist noch ein kaltes Bier da? Nee. Sieht auch nicht aus, als wäre es da drin kalt. Da ist schon länger warm. Ich mache sie wieder zu. Da ist... Was ist das? Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn es Batterien gewesen wären. Dann hätten wir hier schon so ein bisschen Outlast-Feeling. Ah, die Lampe im Viereck an, aus. Mhm. Die werden wir höchstwahrscheinlich gegen später noch brauchen. Ich denke mal, es wird noch düsterer. Jetzt ist es noch ein wunderschöner Tag, wie man draußen sehen kann. Aber das wird sich ändern. Okay, ich könnte da jetzt rausgehen.
Das ist allerdings die andere Seite. Komme ich anderweitig denn nicht durch, oder? Ich habe mich jetzt auf jeden Fall schon mal hier drin verlaufen. In einem Raum, der exakt eine Tür hat zum Rausgehen und zum Reingehen. Ja. Jetzt hoffe ich mal, dass dieses Geruckle, was ich jetzt gerade da vernommen habe, im Stream nicht so sehr rüberkommt. Also die Bildqualität ist ein bisschen am Hadern hier. Also es ruckelt und zuckelt so ein bisschen vor sich hin. Das ist schade. Ist aber auch ein Punkt, der an dem Spiel bemängelt wurde. Das weiß ich also schon. Und nachdem ich mich da jetzt unnütz lange mit nicht lesbaren Schriftstücken beschäftigt habe und mit der Tatsache, dass diverse Geräuscheffekte höchstwahrscheinlich für die Konsolenversion weggelassen wurden oder es sie vielleicht auch nie gab. Was soll's. Jetzt ist der Sound. Oh, das ist ja der Vorspann. Was ist denn mit diesem Ort und mit der Zeit und mit der Erinnerung? Wir haben, glaube ich, irgendwie sowas. Nee, hier nicht. Irgendwo gibt es meines Erachtens so eine Art Menü in dem Spiel. Ah ja, Dreieck. Hier haben wir jetzt eben vorteilhafterweise mein Gesicht natürlich genau vor einem eventuell wichtigen Menüpunkt. Erlebnisse. Wenigstens kann ich das noch lesen. Das Bild ist jetzt mal nicht so schlimm. Volterra 1942, diese verfickte kleine damn fucking Full-HD-Schrift. Aber es ist auf jeden Fall besser als die Schriftgröße bei den Dokumenten vorher. Volterra 1942, was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre doch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Okay, das haben wir. Moment, erstens, Charlotte, dieser Ort, die Zeit, die Erinnerung. Das sind im Prinzip jetzt die Textstellen, die sie bereits jetzt schon im Prinzip selber erzählt hat. Das ist also, ja, gilt also als Erlebnis. Okay. Dann haben wir hier Renés Tagebuch. Finde das Tagebuch in dem Scharut. Oder so. Oder irgendwie so. Ich kann es von hier aus leider nicht lesen. Man kann es aber aufblättern. Okay. Es ist ja. Ist ein leeres Taschenbuch. Tagebuch. Taschenbuch. Erinnerungen. Es sind noch keine da. Die sind wir hier zu finden. Und medizinische Dokumente. Oder medizinisches Archiv. Da wird sich wahrscheinlich im Laufe des Spiels dann so ein bisschen anhand von Schriftstücken rausstellen, was die gute René denn für ein Problem hat oder hatte. Und ob sie überhaupt eins hat. Okay. Jetzt ist es wieder absolut still hier im Spiel, also das Sound-Editing hat hier irgendwie, beziehungsweise der Sound generell ist hier ein bisschen doof. Türen, die man öffnet, knarren nicht.
Beziehungsweise sie knarren, aber die Schlösser hört man nicht aufgehen. Dann kommt auf einmal extremst laut ein Klaviersolo und dann auf einmal wieder gar nichts. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Ich schaue mich jetzt hier aus reinster Neugier ein bisschen um. Ich sehe schon, dass da ein Durchgang ist. Es könnte sogar sein, dass wir dahin müssen. Die gute Frau kann leider nicht sprinten. Ich befürchte, diese Geschwindigkeit hier wird die einzige sein, die wir in dem Spiel mitbekommen. Tja, jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, wahrscheinlich das Gebäude zu betreten. Zumindest mal theoretisch. Ja. Also hier ist schon mal offen und da drin sieht es scheiße aus. Aber es ist ja ein Spiel mit Horrorelementen. Das ist zu, okay. Kein reines Horrorspiel, laut diversen Rezensionen, die ich gelesen habe. Der Horror könnte allerdings werden, wenn ich das ganze Spiel wirklich nur in diesem Schritttempo laufen kann, dann ist das doof. Hier ist auch irgendwas, das ist auch zu. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die soeben geöffnete Tür einfach diejenige ist, durch die wir das Gebäude betreten müssen. Guten Tag. Oh. Oh. Okay, der Controller hat vibriert. Und es kamen merkwürdige Soundeffekte. Hier. Ein Licht kommt herein. Ein klitzekleines Licht durch diese riesigen Fenster. Okay. Nicht schön, aber selten. Ich schaue mir mal. Ah! Okay, also wir scheinen an eine Karte gebunden zu sein, was ja schon mal ganz gut ist. Aha, erstens Aufnahme, zweitens Warteraum, viertens Treppe. Ist die Karte denn jetzt gespeichert? Nee. Ich muss jetzt hier nicht jedes Mal an so eine Karte rennen, oder? Ich hoffe ja nicht. Es ist so, wie es ist. Naja, Licht geht hier mal nicht an. Diese Karte hängt hier. Ich widme dieser Karte jetzt mal noch nicht allzu viel Zeit. Ich habe gerade erst angefangen, aber zu einem späteren Zeitpunkt könnte ich mir durchaus vorstellen, wird es unerlässlich sein, hin und wieder mal an diese Karte schauen zu gehen. Da ist doch was. Ich höre doch was. Hat irgendjemand das Radio angeschaltet? Ich kann doch hier irgendwas machen. Ich habe es doch gerade. Es ist wunderbar. Diese Dokumente sind sowas von wunderbar. Besonders wunderbar finde ich, dass ich das Dokument an sich ranzoomen kann, bis es mir fast im Gesicht klebt. Aber die Schrift daneben, die kriege ich nicht rangezoomt. Oh je, das ist echt schlimm. Ich muss mich jetzt jedes Mal zum Lesen vorbeugen. Ich kann es ja fast nicht bringen, das nicht zu lesen während des ganzen Spiels. Liste der Gegenstände in Patientenbesitz bei Aufnahme. Oh Gott, damit, ich kann es echt nicht lesen. Tut mir leid. Ich muss es bleiben lassen. Aber es bringt so eigentlich auch nichts. Der kleine Kasten da rechts oben, der gehört einfach nur mittig auf den Bildschirm gesetzt und in dreimal so groß. Dann wäre das alles gar kein Problem. Kriegen andere Spieleentwickler ja auch hin. Ja, und das Blatt kann ich auch noch drehen und wenden in alle möglichen Richtungen. Ich fühle mich geehrt. Lesen kann ich es aber tatsächlich immer noch nicht. Ich mache das mal weg. Ich hoffe mal, dass für die Story wichtige Dokumente nachher ordentlich lesbar sind. Oh, das ist aber hübsch hier. Was haben wir denn da? Aber.
Tür ist doch offen. Wozu sollte ich die Durchreiche benutzen? Hilf mir, Gott, hilf mir, was ist das? Oh je, oh je. Also, ich kann Verwaltungsakte lesen von ihr aus von Amara. Keine Ahnung. Aufgenommen am 15. Juni 1937. Entlassen am, verlegt am, gestorben am 8. November 1942. Okay, also sie kam da rein und kam nicht mehr lebend raus. Puh. Okay, also ich muss mir nachher angewöhnen, um die Dokumente zu lesen, dass ich mich einfach in dem Moment mal vorbeuge. Das ist scheiße, aber das ist halt so. Wenn jetzt aber alle 2 Schritte was zu lesen kommt, dann wird das mühselig. Ich lese jetzt mal kurz dieses Dokument hier. Ich kann es fast einwandfrei lesen. Es Girolamo Nervenheilanstalt. Hinweis: Priorität bei Besuchen von Militärpatienten erhalten. Was? Priorität bei Besuchen von Militärpatienten erhalten ausschließlich Eltern, Geschwister, Ehefrau und Kinder. Mit schriftlicher Genehmigung durch die Familie können Bekannte durch den diensthabenden Arzt Informationen zum Gesundheits- und Geisteszustand von Patienten erhalten. Ohne Vorlage eines solchen Schreibens am Eingang wird der Zutritt verwehrt. Urlaub wird von Zeit zu Zeit auf Antrag je nach Verfassung des Patienten gewährt. Wenn das Elternteil, ist es nicht der Elternteil? Egal. Wenn das Elternteil der Bruder oder die Ehefrau Beobachtung und Obhut garantieren kann. Keine weiteren Personen außerhalb der Anstalt erhalten Zugang zu den Patienten. Jeder Gegenstand für einen Patienten muss zunächst jedes Mal durch die Gesundheitsbehörden genehmigt werden. Wein und alkoholische Getränke sind in jedem Fall strengstens verboten. Okay. Jetzt mache ich weiter. Dieses Dokument ist jetzt gelesen, da ist noch der Direktorstempel drunter. Ich bin generell so ein kleines bisschen verwirrt, weil es so gut wie gar keine musikalische Untermalung gibt. Also ich denke teilweise, ich habe hier gar keinen Ton. Was haben wir da? Auch wieder ein Dokument. Und es ist so lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na gut. An die Volterra Wohltätigkeitsstiftung. In vollständiger Übereinstimmung mit den Richtlinien der faschistischen Führung. Ja, 1900. Die Ereignisse, die sich da zugetragen haben in dem Spiel, das war glaube ich 42 oder 43. 1942 oder 43. Deswegen war da der Faschismus noch angesagt. Ja. Im Geiste großer Initiative und der Rationalität technischer Kriterien im Übergang zu der wahrhaftig exemplarischen Organisation eines selbstgleitenden, hochintensiven Agrarunternehmens auf den Feldern von Volterra, wo der kompakte, grobe Tonboden früher als karges Weideland genutzt wurde. Die sekundäre Provinzkommission in ehrwürdiger Anerkennung dieser besonderen ländlichen Verdienst, dieses besonderen ländlichen Verdienstes wurde einstimmig beschlossen, das gegenwärtige Spezialehrenzertifikat und eine große Goldmedaille beim dreijährigen Wettbewerb als Preis an alle Unternehmen unter dem Dach von Agrovolterano zu verleihen. Der Präsident, der Minister Pisa, 26. November 1933. Okay, das Dokument ist also sogar von 1933. Ja, da wurde jetzt zwar, bin ich der Meinung, storytechnisch jetzt so direkt nichts vermittelt, allerdings vielleicht etwas ganz, ganz im Hintergrund, was über 2 Ecken was damit zu tun hat. Da war ich schon drin. Okay, es gibt also auch noch Potenzial, sich hier zu verlaufen. Da kann man was öffnen. Klasse. So, das sind 19, 11 Bücher. Die werde ich jetzt alle lesen. Nein, selbstverständlich nicht. Senpai habe ich schon erklärt, worum es in dem Spiel geht in etwa. Vielleicht kann er dir da ein bisschen
Info geben. Ich sollte jetzt hier ein bisschen schauen, dass ich tatsächlich mal in den Spielfluss komme. Sonst ist das nämlich in 3, 4 Stunden hier nicht gespielt. Oh, da ist was, was offensichtlich gelesen werden muss. Ah, das ist wichtig. Zur Zusammenfassung hinzugefügt. Ah, eine Seite von Renées Tagebuch. Renée ist die Dame, die wir spielen. Und da ist nichts. Hallo? Ah! Okay, das ist alles Englisch. Ich konnte mit ihr sprechen und so wurde sie meine beste Freundin. Moment! Stopp, 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 stopp. Die liest das alles vor. Dann lassen wir uns das doch vor. Aber es sind zwischendurch fehlende Seiten. Das heißt, ich sammle das jetzt erstmal. Es war 1 von 8. Das heißt, ich werde mir das erst anschauen, wenn ich alle 8 gefunden habe. Dann macht das mehr Sinn. Und dann liest die wahrscheinlich ungefähr 4 Stunden am Stück. Okay. War ich da drin? Nein, oder? Weiß nicht. Sieht alles gleich aus hier. Das Einzige, an das ich mich klar erinnern kann, ist Charlotte, meine Puppe. Charlotte, ihre Puppe. Das ist Hier ein sieht es Rollstuhl. gemütlich aus. Oh Gott, was haben die für eine Synchro gemacht für das Spiel? Hier sieht es gemütlich aus. Die ist verschlossen. Gott sei Dank muss ich nicht raus. Ah. Macht sie das nochmal? Nein. Okay. Nein, 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 sie friert, ist allein. Suchen wir sie. Okay. Also wir müssen offensichtlich diese Puppe suchen. Ihr schreibt euch das untereinander, das freut mich. Ich kann jetzt leider gerade nicht nachvollziehen, wo ich jetzt schon gewesen bin. Den kann man öffnen. Okay, ist jetzt jeder Schrank hier im Spiel zu öffnen? Nö, Gott sei Dank. Da ist nicht mal was drin. Okay. Also ich bin definitiv mal ein bisschen verwirrt hier. Piano Superiore. Ah. Kann man nicht lesen. Gott sei Dank. Diese Tür geht nicht auf. Okay. Kann ich hier durch? Ah! Okay. Großartig. Eine wunderbare Zeichnung hier. Aha. Es klang jetzt interessant. Vermute mal, dass ich da rein muss. Ich werde aber nichtsdestotrotz. Ich könnte da jetzt auch rein. Oh mein Gott, wo könnte ich denn hier überall hin? Ich muss diese Karte. Okay, ich weiß zumindest mal von der Karte her, wo ich stehe. Ich kann diese Karte, wie ich bereits erwähnt habe, nicht mitnehmen. Oder beziehungsweise sie in irgendeiner Weise abspeichern, sodass ich jederzeit reingucken kann. Ich muss tatsächlich jedes Mal eine Wand suchen, wo das Ding dranhängt. Legende, erstens Aufnahme, zweitens Warterraum, drittens nix. Okay, viertens Treppe, fünftens Konferenzraum, alles eigentlich mehr oder weniger uninteressant. Was ist das denn? Es gibt keinen Strom. Der Hauptschalter befindet sich neben der Abteilung für ruhige Patienten. Das ist dann ein Projektor. Und da kann ich Versuchen wir mir. es in einem der Untersuchungsräume im ersten Stock. An der Wand hängen Schilder mit dem Namen der Bereiche der Nervenheilanstalt. Das ist ja schön, dass die mir alles sagt. Das ist ja großartig. Es ist ja wirklich, als würden wir zu zweit hier durchgehen. Also ich soll es irgendwo unten probieren. Ich sehe mich aber gezwungen, hier die Räume noch ein bisschen abzuchecken nach eventuell nützlichen Gegenständen. Oder aber Dokumenten. Das ist ein Aufzug.